Ich wollte mich einmal informieren. Ich bin schwanger und wollte mich einmal wegen einer Hebamme informieren. Ach, Oma. Wir haben eine Flasche Jägermeister, das reicht. Pufft ihr auch? Ratet mal, wer mich angeschrieben hat. Wilker. Der ist obdachlos und hat mich gefragt, ob er bei ihm hängen kann. Keine Ahnung, Alter, der ist obdachlos. Ich habe keinen Plan. Nein, der nimmt gar keine Drogen mehr. Aber er pennt nicht bei mir, weil warum soll ich ihn bei mir pennen lassen? Was? Habibi, ich muss auch jetzt auflegen, weil ich habe noch irgendwie 20% Akku. Hey, die machen doch Doku und so, über die Jugend von heute so. Über die Assis. Ach, okay. Ha. Ja, Habibi, ich muss auflegen. Ich habe nur noch 20% und das muss ich sparen. Nein, darum ging es ihm nicht. Es geht ihm um die Entfernung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sorry, Habibi, ne? Aber ich habe was Besseres verdient. Verpiss dich einfach. Und ganz ehrlich, ne? Wenn man eine Beziehung eingeht und weiß, die andere Person wohnt so und so viel weit entfernt, dann überlegt man sich das doch vorher. Vor allem, er ist 18 Jahre alt. Und mit 18 müsste man so weit im Kopf sein, dass man so weit denkt. Nicht nur bis kurz vor die Haustür. Wo hat er geboren? Baden-Württemberg. Naja, er wohnt mal da und mal da. Er ist obdachlos wie ein Penner. Willkommen in Deutschland. Du erzählst die Geschichte falsch. Dann erzähl du sie. Es war so, er hat gesagt, Max macht die Küche. Ja, er meinte zu mir, du machst die Küche. Und ich so, boah, nee, ich habe gar keinen Bock, die Küche zu machen. Ne? Er so, ja, dann mach Wohnzimmer und Badezimmer. Und Pascal macht die Küche, ne? Und das habe ich gemacht und Pascal ist es nicht gemacht. Und deswegen haben wir das Projekt aufgegeben. Sie sehen nun eine Aufräumaktion von Maximilian Luth. Der versucht noch alles zu retten hier. Oder der versucht noch zu retten, was zu retten ist. Ah ja, ihr werdet es nicht glauben, ich habe vor 5 Tagen gewischt. Ja, ja. Ah, zugegeben nur den Teil, also nur von hier, von dem Türrahmen bis zu den, habe ich das Sofa und so alles vorgezogen und auch darunter gewischt und habe hier einfach normal aufgeräumt, weil da das Wischen einfach nicht nötig war. Ich wollte halt nicht so viel machen. Max. Das war so lustig. Ich war in Arnsberg auf dem Schützenfest. Er ruft mit Videoanruf an. Ich gehe ran. Das Bild bleibt genauso stehen. Ich habe erstmal so fett einen Screenshot gemacht. Oder hier. Siehst du diesen Cut? Ich habe ihm auch einen Cut gemacht. Deswegen habe ich den Cut ja überhaupt. Ich habe ihn gekorbt, dann kam er hier an, hat halt seine Sachen abgeholt und dann hatte ich gar nichts mehr mit ihm zu tun. Ja. Ich bin, weil ich kein Auto habe, aber und keinen Führerschein. Und ich mir einen Führerschein könnte ich quasi machen, aber ein Auto kann ich mir jetzt sowieso nicht leisten, also ist das sowieso unnötig. Ich arbeite nur auf dem Dementenbereich. Ehrlich gesagt freue ich mich morgens sogar auf Arbeit. Nö, aber da ich jetzt mehr weiß als alle anderen Helfer, kann ich sie alle belehren. Vor allem in der Pflege, und das kann sich jeder merken, in der Pflege passieren jeden Tag Straftaten, wovon ihr ausgehen könnt. Ach ja, was auch geil ist an meinem Beruf, ich muss am Wochenende nicht arbeiten. Am Wochenende arbeiten ist gar nicht schlimm. Ich finde schon. Du kannst die ganzen guten Sachen dann in der Woche machen, wo alles leer ist. Hä?
Wow. Ja. Du hast zum Beispiel Bock ins Schwimmbad zu gehen. Es sind nicht so viele da, da hast du mehr Platz. Gut, süß. Ja, ja. Oh, Alter, nein. Junge, Arvan und Max, ne? Die beiden haben sich, bevor ihr gekommen seid, die ganze Zeit angezickt wegen mir, weil die beide auf mich stehen. Und ich stand dann zwischen zwei Stühlen, so, ne? Ja. So, und dann, Arvan macht mir immer Komplimente, und zwar so. Hübsch, yo. Ja, mach mal bitte. Sexy, allein, yo. Allein, dass jemand zwei Stunden haben würde, mich ja überhaupt so gar nicht nichts abpacken. Weißt du, wir sitzen in der Runde und auf einmal sagt er hübsch, yo. Ich abpacken, weil ich morgen Religion bei Herr Brobeck habe. Nein, hab. Doch, Herr. Nein, jetzt bitte. Nicht. Das passt nicht. Herr, Paul, weißt du noch nicht, warum? Was? Warum? Warte, da muss man aber nicht so machen. Hallo, so Herr. Oder Bootstour. Was ist da drin? Sag ich dir jetzt noch. Hey, warum? Das ist die Kernfrage. Safe Ort. Ja. Das ist das Einzige, was ich nicht frage. Ich will sehen. Weißt du, er denkt, ich will ihm sein Ort klauen. Er ist so behindert. Die, die hier so gut wie gar nicht mehr kifft. Nein, ich kiff gar nicht mehr. Was soll uns jetzt noch passieren? Wir wollen einfach hier weg. Ich glaube sogar, wir könnten in Niedersachsen bleiben, das wäre gar kein Problem. Aber eigentlich wollen wir echt Distanz aufbauen. Und ich will halt irgendwo hin, wo nicht mehr so mit Drogen gehandelt wird, damit ich auch selber mich aus diesem Sumpf rausziehen kann irgendwie. Aber das war echt so ein idyllischer Ort. Und da war so ein Fluss, eine Biegung, also so ein Fluss, der fließt so und dann läuft er dir so zurück. Und darum ist das Dorf gebaut. Das sieht halt übel geil aus. Auf dem Dorf. Und also ich komme aus der Stadt, ich komme aus Hannover. Und ich habe da echt schlimme Sachen erlebt und ich will nicht wieder in die Stadt. Ich bin immer noch am Weg, ich habe kaum noch Akku. Weil ich hier noch sitze. Johannes, Dustin, NDR. Bitte? Hartz IV muss man noch bearbeiten. Stimmt, das ist doch. Was tut man da? Läuft da nicht rein?